Guten Abend, sehr verehrter Herr Bundesminister Wissing, liebe Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ein bisschen früher als geplant. Das liegt daran, dass Herr Bundesminister gleich noch zu einer namentlichen Abstimmung in den Bundestag muss. Das heißt, wir fangen ein bisschen früher an und geben Gas, dass wir auf jeden Fall möglichst die ganzen Inhalte trotzdem dann rüberbringen. Ich begrüße Sie heute zum politischen Abend der MOBICON 2024 und mit dem Umzug hier in die Kindle-Locations schlagen wir ein neues Kapitel auf, weil wir einfach gewachsen sind. Wir erwarten dieses Jahr ungefähr 500 Teilnehmer, 250 hier vor Ort, aber 250 auch online. Wir haben 20 Partner, die die Veranstaltung unterstützen, die zeigen, was sie können. Und wir haben insgesamt 60 Sprecherinnen und Sprecher, die hier Ihnen darstellen wollen und diskutieren wollen, wo wir denn stehen mit der Mobilitätswende insbesondere. Wir befinden uns hier im ehemaligen Kesselhaus und ich als ehemaliger Kraftwerksbauer fühle mich hier sehr, sehr zu Hause. Und das ist ja auch die Historie, aus der die TÜVen entstanden sind, nämlich Technik sicher machen. Vor über 150 Jahren fing es an mit den Dampfkesseln. Also das ist schon ein bisschen was mit dem Urknall der TÜVe zu tun hatte. Im Mobilitätsbereich reden wir heute über ganz andere Themen. Wir reden über autonomes Fahren, wir reden über digitale Fehlercodes, wir reden über Hochvoltbatterien. Aber eins ist das unverändert, wie es vor 150 Jahren mit den Dampfkesseln waren. Wir als TÜV sehen unsere Verantwortung für den Schutz der Umwelt, für die Sicherheit der Nutzer der Technologie. Meine Damen und Herren, im Mobilitätssektor ist momentan wirklich ein epochaler Umbruch. Wir sehen es an allen Ecken und Enden. Die nach den Nachwirkungen der Pandemie, aber insbesondere natürlich auch die Antriebswende, die unsere Automobilindustrie immens fordert. Digitale Technologien verändern die Automobiltechnik und ermöglichen ganz, ganz neue Mobilitätsdienste, was wir alle jederzeit wahrnehmen, und neue Verkehrsmittel, seien es die Pedelecs, aber auch natürlich die E-Scooter oder Lastenrädern, die erobern die Straßen immer mehr. Gleichzeitig sehen wir aber, dass das Mobilitätssystem, das Verkehrssystem irgendwo immer mehr an seine Grenzen stößt. Der Fahrzeugbestand, der wächst nach wie vor ungebremst und die Infrastruktur ist in vielen Ecken bei uns, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit vielfach wirklich im Verschleiß, sodass wir gesehen haben in unserer Mobilitätsstudie, unserer Mobility-Studie, die wir gestern veröffentlicht haben, dass sehr, sehr viele der Befragten sagen, wir haben eine Überlastung der Innenstädte, wir haben ein Problem mit der Luftqualität, mit der Luftverschmutzung, aber wir haben auch sehr, sehr viele Staus, was wirklich zu einer großen Last geworden ist. Und das konnten wir feststellen, weil wir diese Studie ja alle 2 Jahre machen, ist in den letzten 4 Jahren komplett unverändert. Was die Studie auch gezeigt hat, ist, dass die Mehrheit der Menschen sagt, sie finden, dass der Verkehrsraum nicht gerecht aufgeteilt ist. Insbesondere der Schutz von Radfahrern oder auch von Fußgängern kommt zu kurz. Man fühlt sich benachteiligt. Und wenn wir von Gerechtigkeit reden, dann ist das für uns als TÜVe natürlich im Wesentlichen auch immer eine Frage der Sicherheit. Das heißt, kommen alle Verkehrsteilnehmer sicher an ihre Ziele oder nicht? Und die Gestaltung der Verkehrsräume ist nur wirklich dann gerecht, wenn das für alle Verkehrsteilnehmer geht und keiner irgendwo benachteiligt wird. Was wir sehen, die Unfallzahlen, die Anzahl der Verkehrstoten ist im letzten Jahr gestiegen. Wir hatten lange den Tendenz, dass es immer runterging. Letztes Jahr ist es gestiegen und das betrifft nicht nur Autofahrer, sondern auch Fußgänger und Fahrradfahrer, die ebenfalls im Verkehr beteiligt sind. Die Vision Zero, die wir alle teilen, wo wir alle hinwollen, sehen wir also nach wie vor in weiter Ferne. Wir wollen dahin, aber wir sehen momentan keine Entwicklung dahin. Allein das ist ein gewichtiges Argument, dass wir das Mobilitätssystem schrittweise neu gestalten und natürlich kommen die Aspekte von Umwelt- und Klimaschutz noch dazu. Eine große Mehrheit der Befragten sagt eindeutig, wir wollen eine Wende der Mobilität hin zu mehr Klimafreundlichkeit. Klimafreundlichkeit und eine höhere Lebensqualität in den Städten, und wenn man dann mal in andere Städte schaut, allein in Europa, wenn man nach Paris schaut, wenn man nach Kopenhagen schaut, wenn man nach Barcelona schaut, dann sieht man, dass Konzepte der urbanen Mobilität auch anders gestaltet werden können. Sei es in Kopenhagen mit einem klaren Fokus auf Fahrräder, sei es in anderen Städten, wo man über ein sehr gutes ÖPNV-System einfach sicherstellt, dass innerhalb von 15 Minuten die entsprechenden Bereiche erreicht werden können in den Städten. Wenn wir dann nach Deutschland schauen, dann sehen wir leider an vielen Stellen mehr dogmatische Kämpfe. Fahrrad gegen Auto, Auto gegen ÖPNV,
ÖPNV, soll das dann als U-Bahn gebaut werden oder doch oberirdisch? Das sind nach wie vor viele Diskussionen, die dazu führen, dass wir heute nicht wirklich einen Konsens in dem Bereich haben. Klar ist aber auch, die Mehrheit der Bevölkerung ist nach wie vor aufs Auto angewiesen. Auch da in der Studie haben wir gesehen, jetzt 70% fast der Befragten fahren jeden Tag mit dem Auto. Und ganz klar ist auch dann eine Ablehnung von massiven Einschränkungen. Also die Mehrheit der Befragten hat auch klar gesagt, wir möchten nicht, dass wir innerhalb der Städte Umweltzonen haben, wo Verbrenner nicht mehr reinfahren dürfen. Wir möchten auch keine City-Maut haben, so wie es zum Beispiel London eingeführt hat. Die Menschen wollen sehen, dass die Infrastruktur und der öffentliche Nahverkehr deutlich ausgebaut werden, um eine Entlastung hinzubekommen, Entlastung auf der Straße, wo sich dann Autofahrer und Radfahrer den verbleibenden Raum teilen sollen. Wichtig ist, dass wir ein schlüssiges Gesamtkonzept haben in den Städten, denn dann führt das auch zu einer großen Akzeptanz. Zentraler Hebel für mehr Klimaschutz in der Mobilitätswende ist natürlich die Antriebswende. Und da sehen wir, glaube ich, alle, gerade jetzt seit den Anfang dieses Jahres, wie gewaltig das stockt, wie die Zulassungszahlen runtergegangen sind, wie nach wie vor große Bedenken sind. Und auch hier in unserer Studie gestern, die wir gestern vorgestellt haben, haben nur 30% gesagt, dass sie wirklich ernsthaft überlegen, dass ihr nächstes Fahrzeug ein vollelektrisches Fahrzeug sein soll. Das heißt, die Akzeptanz von vollelektrischen Fahrzeugen ist immer noch nicht wirklich hoch. Und die wesentlichen Argumente, die genannt werden, sind hoher Anschaffungspreis, nicht ausreichende Reichweite, nicht ausreichende Ladeinfrastruktur und, was wir erstmals wirklich gesehen haben, Sicherheitsbedenken. Und das ist natürlich gerade für uns dann als TÜV wieder ein Thema, wo wir sagen, Leute, ihr braucht keine Sicherheitsbedenken zu haben. Ein batterieelektrisches Fahrzeug ist genauso sicher wie ein Verbrennerfahrzeug. Und das sind Themen, wo wir mit Kommunikation, glaube ich, rangehen können. Ich selbst fahre seit über einem Jahr ein vollelektrisches Fahrzeug und sehr, sehr häufig passiert es mir, dass ich auf Parkplätzen angesprochen werde von Personen, die sagen, Mensch, wie sind denn Ihre Erfahrungen? Was sind die Erfahrungen? Und die teile ich gerne, weil sie überwiegend positiv sind. Ich sage bewusst und ehrlich überwiegend, weil natürlich ich auch die Erfahrung habe manchmal, dass ich sage, Mensch, ein bisschen mehr Reichweite, das würde schon wirklich gut tun. Wir sind überzeugt, dass der Weg der Elektromobilität der richtige ist, dass er weiter ausgebaut werden muss, insbesondere durch einen weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur, gerade in den städtischen Bereichen. Denn es kann nicht sein, dass am Ende das Ganze getragen werden soll von den Einfamilienhausbesitzern, die eine Wallbox zu Hause haben. Und wenn wir da in andere Länder der Welt schauen, die haben etwas andere Konzepte, die haben auch im städtischen Bereich große Schnellladeplätze, wo man dann halt einmal die Woche hinfährt und 20 Minuten sein Auto dann auch wieder vollladen kann. Die Elektrifizierung kann aber nur ein Baustein der Mobilität sein. Und das ist, wo wir gerade sagen, wir brauchen mehr Zweiradverkehr, wir brauchen sicheren Zweiradverkehr. Und das wird natürlich in einem begrenzten Verkehrsraum dazu führen, dass es zulasten eines anderen gehen wird. Und das wird nach unserer Einschätzung das Auto sein müssen, weil der Raum ist begrenzt in unseren traditionell über viele Jahrhunderte vielfach gewachsenen Städte. Da können wir nicht beliebig damit umgehen und müssen schauen, wie wir das dann hinbekommen. Noch einen letzten Punkt möchte ich kurz ansprechen. Das ist, was uns sehr wichtig ist, weil wir vielfach ja sehen, dass im Führerscheinbereich die Durchfallquoten immer höher gehen. Das heißt, was wir beobachten, ist, dass junge Leute heute in den Straßenverkehr eintreten, die sich wirklich im komplexer gewordenen Straßenverkehr schwer tun. Und deshalb plädieren wir für eine bessere und eine intensivere Verkehrserziehung, die heute in Schulen teilweise vernachlässigt wird, sodass die Jugendlichen frühzeitig wirklich dann auch rankommen und sich sicherer fühlen in dem Verkehrsgewimmel, was wir heute an vielen Stellen haben. Ich möchte jetzt Ihnen, Herr Bundesminister, das Wort geben. Die Zeit ist knapp. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Sie können versichert sein, wir als TÜV tun das Beste, um die Verkehrswende zu begleiten, die Mobilitätswende zu begleiten und für die Sicherheit und Umweltfreundlichkeit im Straßenverkehr zu sorgen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Bitte.